Hallo allerseits und willkommen zurück bei City Skylines. Wir sind wieder zurück, mittlerweile in Folge 5 und die Stadt blüht und gedeiht. Blüht sogar wortwörtlich, weil wir hier Landwirtschaft haben, die sich auch so langsam aber sicher mehr und mehr ansiedelt. Wir haben in der letzten Folge ja hier weiter ausgebaut und das passt soweit. Wir haben auch ein gutes Plus an Einnahmen und auch die Bewohner strömen hier in die Stadt, das floriert doch. Was werden wir denn jetzt machen? Ich habe mal gerade auf den Verkehr geschaut und vielleicht sollte ich mich ja hier nochmal kümmern, weil wie gesagt, die meisten wollen hier rein und wieder raus in das Industriegebiet. Aber erst einmal schaue ich mal kurz Strom und Wasser zur Überprüfung. Ja, wird langsam wieder eng, von daher mal wieder etwas anpassen. Ja, Strom könnten wir mal wieder neuen bauen, also neue grüne Energie. Na, etwas mehr. Ja, könnten wir mal wieder uns drum kümmern. Kosten ja 12.000. Wir haben gerade 82.000. Das sollte soweit passen. Dann halbwegs effizient. Ich möchte das soweit am Wasser haben. Jetzt haben wir noch 59.000. So. Das sollte jetzt sehr, sehr lange ausreichen. Anpassen, nachschauen. Ja, etwas höher. Gut, Wasser passt hier soweit auch noch. Müll wird abgeholt, aber die Auslastung steigt und steigt weiterhin. Die Gesundheit, wir haben nur einen Begrabenen aktuell, ja den einen Verstorbenen, den wir gesehen haben, aber Arztpraxis. Keinen kranken Bürger. Ah, ich habe vorhin 7 gelesen, oder? Keine Ahnung, warum ich die 0 da vergessen habe. Es sind auf jeden Fall 70% Leute im Durchschnitt gesund. Vielleicht kränkeln sie mit etwas Husten, weil Fabriken oder einfach zu viel Lärm. Stress ist natürlich auch ungesund. Das zählt wohl einfach mit dazu. Die Feuersicherheit, darum müssen wir uns mal wieder kümmern. Hier hinten im Industriegebiet. Das Ganze ist jetzt natürlich mittlerweile größer. Wir können auch kein Feuerwehrhaus bauen. Darauf habe ich es abgesehen. Das möchte ich einfach mal hier hinten hinsetzen, weil hier ist eine große Industrie. Da kann es gerne mal brennen. Und da brauchen wir eine größere Abdeckung und auch von dieser großen Feuerwehr wird dann auch dieser Teil hier hinten profitieren. Von daher werde ich da nochmal warten. Die Polizei, 5% Kriminalität, das sieht soweit ganz gut aus. Alles schön und gut. Ja, Bildung passt auch. Transportwesen, das wollte ich auch nochmal angehen, aber erst einmal werde ich ein paar Parks pflanzen. Hier sehen wir gerade einen Park. Mal wieder etwas auf. Frischen das Ganze. Da setzen wir einfach mal hier einen hin. Dann haben wir hier das Ganze abgedeckt. Hier sollte vielleicht auch mal einer hin. Allerdings ein kleinerer. Das war der kleinere. Genau. Den setzen wir mal einfach hier an die Ecke. Hier hinten, die haben auch noch nichts. Deswegen bekommen die hier einfach mal, was ist das? Ein Platz mit Picknicktischen. Sieht gut aus. Wird gebaut. Allerdings wohin? Das sollte die Hauptstraße werden. Oh, hört ihr das Bingen wieder im Hintergrund? Bing, 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 bing. Die ganzen Gebäude steigen auf. Vor allen Dingen auch hier, wo wir gerade die Parks gebaut haben. Das steigt den Boden richtwert. Das macht die Leute glücklich, weil die einfach in der Freizeit in den Park gehen können, um einfach mal zu entspannen. Gut. Einzigartige Gebäude. Was ist das? Statue des Wohlstandes. Aha. Kostet aber ganz schön. Und das? Shoppingstatue. Diese einzigartigen Gebäude wird man durch Errungenschaften freischalten. Zum einen durch Erfolg, aber auch durch Misserfolg. Hier sehen wir es, Platz der Toten. Wenn man nämlich besonders viele, füllen sie 3 Instanzen von Friedhöfen. Ein Friedhof hat eine Kapazität von 3000, also 3 Friedhöfe, 9000 begrabene Leute. Dann gibt es den Platz des Todes. Da ist es noch weit hin. Wir haben auch noch andere schöne Sachen, zum Beispiel einen Transportturm, eben Busdepot oder Einkaufszentrum der Mäßigung. Oder auch ein schickes Einkaufszentrum. Wir können mal kurz durchgehen. Später dann auch noch eine Steuerbehörde. Sehr interessant, Einkaufszentrum. Und Colossal Order International Büro, die Entwickler, Colossal Order, die bekommen ja ein extra Gebäude, haben sie soweit ins Spiel mit schon eingebaut. Aber, hoppa, mögliche Gebäudereste auf der Marsoberfläche entdeckt. Was ist das denn? Internationale Gemeinschaftsoperation zur Erforschung der
Anomalie ist bereits unterwegs. Okay, Hashtag Life on Mars. Ja, immer mal wieder etwas Informatives oder auch Lustiges. Ihr habt da, glaube ich, schon etwas mehr reingeschaut in diesem Let's Play als ich. Haben wir was zum Abreißen? Bing, bing. Nein, eher nicht. Die freuen sich alle. Wir brauchen wieder neue Wohngebiete. Sehe ich gerade. Dann werden wir mal hier hinten jetzt was ansetzen. Haben wir schon vor langer, langer Zeit hier angelegt und das werden wir jetzt auch mal nutzen. So, hier hinten auch. Wenn Sie einkaufen gehen wollen, können Sie ja dahin. Das passt noch soweit, deswegen kommt das hier alles mit Wohngebieten zu. Hier hinten könnten wir wieder Einkaufsmeilen hin, auch wenn hier noch keine Nachfrage ist, aber vorbeugend, auch wenn die dann vielleicht wieder verlassen sind, einfach damit sich das hier schön durchmischt. Dann kommen hier wieder Wohngebiete hin, ein bisschen ranzoomen, ansonsten verpassen wir das ein oder andere Rechteck. Ja, hier zum Beispiel, da, das habe ich nicht übersehen, vielleicht schon das ein oder andere, aber genau dieses nicht. So, das passt. Die Nachfrage sinkt schon, da können wir gleich wieder aufhören. Aber ich bin gerade so in einem kleinen Rausch. Neue Gebiete zu weisen, dadurch steigt die, wächst die Stadt. Die Gebäude steigen empor, das sieht auch schön aus. Die Industrie ist nachgefragt. Haben wir auch schon wieder etwas angelegt, das können wir ja nutzen. Hier wollte ich ja alles voll mit Gewerbegebiet pflastern, eben als Abgrenzung, als gewissermaßen Lärmschutz zu den Wohngebieten. Allerdings haben wir gerade null Nachfrage, von daher werde ich mich da noch etwas zurückhalten. Und wir werden das hier einfach mal ausweisen. So. Das Feuerwehrhaus habe ich immer noch im Blick, aber dazu brauchen wir noch den nächsten Meilenstein. Kommt alles schon noch mit der Zeit. Gut, wir... Heuer grunzen die Schweine, seid ihr das? Nein, natürlich nicht. Oder vielleicht doch? Das, wie gesagt, nicht. Ja, das passt soweit. Da können wir erstmal wieder uns um etwas anderes kümmern. Guten Morgen zusammen. Was für ein schöner Sonnenaufgang. Hashtag Paradies on Earth. Das liest man doch gerne. Die Leute leben hier einfach gerne. Und wir können mal hochschauen von oben drauf. Sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Hier das Industriegebiet, wie gesagt, etwas effizienter gestaltet und hier einfach schön geschwungen. Also mir gefällt die Stadt. Gefällt sie euch denn auch? Und ich werde mal wieder zusehen, dass ich hier etwas Straßen vernetze. Hier eigentlich ungern, weil das sollte vielleicht später ausgebaut werden. Was sagt denn der Verkehr hier oben? Oh, schon dunkelrot. Okay, da muss ich mir mal was einfallen lassen. Das werde ich jetzt auch mal schauen, was da so möglich ist. Wir haben verdammt viel Geld aktuell. Und von daher werde ich mich jetzt einfach mal darum kümmern, eine bessere Anbindung zu schaffen. Und zwar dazu brauchen wir das Gebiet was noch. Da brauchen wir noch ein weiteres Gebiet. Das hier oben. Ich möchte mal die Autobahn hier anknüpfen. Was haben wir denn hier oben? Neue Kachel. Die dritte wäre das dann. Wir haben hier oben Ölrohstoffe, wir haben hier oben nichts an Erzen, dafür aber eben was an Agrar und eben viel Wald. Wir haben hier oben allerdings keine Anbindung zum Wasser, keine Schiffanbindung, das hier oben, das kleine Fitzel, das zählt nicht. Und das kostet etwas mehr als zuvor. Wir kaufen es! Herr Bürgermeister, danke für die großartige Arbeit, die Sie für unsere Stadt geleistet haben. Danke, danke. Man ist mit unserer Arbeit zufrieden. Jetzt können wir uns hier um eine neue Anbindung kümmern. Das werden wir mal angehen. Und zwar Stadt anhalten, denn wir werden erst einmal abreisen. In SimCity war das, glaube ich, nicht möglich, dass man die Autobahn abreisen konnte. Man hat ja bloß seine eine Kachel und man konnte nicht außerhalb bauen. Und hier kann man das auch noch anpassen, wie man es denn gerade gerne hätte. Das ist super. Und das werden wir mal tun. Eigentlich, was habe ich denn vor? Wir haben hier eine Dreibahnkreuzung, damit kann man Autobahnen miteinander verbinden. Steht da, eine Dreibahnkreuzung können Sie den Verkehr ganz einfach von einer Autobahn zu einer anderen verknüpfen, sage ich jetzt mal. Aber ich zweckentfremde das gerne, um einfach hier, wir können uns ja mal kurz etwas drehen, sieht so ähnlich aus wie das hier, aber ich nutze das ganz gerne, um einfach hier eine schöne Anbindung von der Autobahn in die Stadt zu führen. Mal schauen, wie ich das jetzt ansetzen werde. Ja, zu nah ist auch blöd. Und zu weit weg, da müssen wir einen zu großen Bogen hierher bauen. Das wäre auch doof. Aber ich könnte das ja vielleicht hier ansetzen und dann so einen Bogen bauen.
Von daher werden wir erst einmal hier Autobahn abreißen. Was sein muss, muss sein. Die Leute stehen natürlich jetzt mitten hier am Lande, aber die werden schon wieder ihren Weg finden. Das sind alles Geländefahrzeuge, keine Angst, die werden da schon wieder rauskommen. Gut, dann das Ganze etwas drehen, rechte Maustaste gedrückt halten, dann können wir hier schön die Gebäude rotieren, wie wir wollen. Oder er setzt es dann automatisch dran, aber das wäre mir, glaube ich, etwas zu hakelig. Ah, da muss noch etwas weg hier drüben, ansonsten wird das da zu eng und dann müssen wir ganz schöne Kurven bauen. So. Jawohl. Na, etwas weiter weg könnte es noch. Ja, das muss schon ganz gut ausgerichtet sein, damit nicht zu viele Kurven entstehen, weil Autobahnen und Kurven, das verlangsamt das Ganze natürlich nochmal. Ach, ey. Ah, wieder verzogen. Ich wollte etwas draufdrücken. Mal kurz angetippt oder hat er das Ganze wieder verzogen? So. Gebaut kostet auch ordentlich. Wir sehen es hier nochmal. 16.000. Und jetzt die Autobahn anbinden und wir müssen wieder darauf achten, dass wir hier beginnen, da wo wir beginnen und da wo wir enden, da geht die Straße hin, also von da nach da, dann fließt der Verkehr auch hier rüber oder wir von hier nach da, dann fließt der Verkehr da lang. Dazu etwas geschwungen, aber ich werde hier nochmal abreißen, weil das sieht dann zu blöd aus, wenn hier so ein Knick drin ist. So, hier ansetzen. So, ist auch angebunden. Ich kann jetzt ja mal kurz demonstrieren. Wenn wir das jetzt so machen, wie gerade hier unten, dann ist immer noch das Symbol da. Wir gehen mal näher ran. Die Pfeile zeigen hier nach links und hier nach rechts, zeigen genau aufeinander. Das ist natürlich ungünstig, das müssen wir anders gestalten, wie ich es gerade schon erklärt habe. Von da nach da soll es gehen und das machen wir auch. Sieht soweit auch noch hübsch aus. Und jetzt müssen wir das hier noch anbinden, das soll natürlich auch noch schön aussehen. Ja, das passt. Nee. Sieht gut aus, kann man so machen. Okay, soll ich hier vielleicht eine zweite Autobahn schon mal mit einfügen, dass wir das dann später vielleicht nutzen können? Ich schaue nochmal kurz hier auf die Karte. Ja, ich glaube, ich werde hier hinten dann noch Industrie weitermachen. Aber das wird alles viel, viel später kommen. Ich schätze jetzt einfach mal in 30, 40 Folgen. Keine Ahnung. Einfach mal grob gesagt. Und da werde ich jetzt einfach mal hier weiter Autobahn bauen. Jetzt nicht so wie hier, normale Stadtstraßen. Nein, hier wird es mit Autobahn weitergehen. Die wird dann irgendwo hier hinten reinführen. Mal schauen, das werde ich einfach schon mal vorsorglich ansetzen. Eine normale Autobahn, bitte. Moment, der Verkehr. Ja, müssen wir hier ansetzen. Das passt. Und leichte Kurve. Ne, die ist blöd. Etwas weiter raus. So passt das. Gebaut. Aber jetzt, ja, ist die Frage, wie machen wir das denn? Wir haben hier keinen Bezugspunkt. Ja, da geht zum Glück nicht ganz ran, deswegen kann ich hier noch arbeiten. Das passt soweit. Ah, jetzt müssen wir zusehen, dass wir den Bogen so in etwa genau hinbekommen. Ah, schon verdammt nah dran, ist gerade etwas schwierig. Ja, ist schon wieder zu weit auseinander. Nochmal neu ansetzen. Hier hin. Ganz schön nah beieinander. Schon mal kurz hier zurück. Ah, ist schon sehr nah beieinander. Wir müssen, glaube ich, hier etwas weiter weg. Und dann hier ran. Ah, ist dann wieder hier zu nah. Also man muss sich schon merken, wo man etwa angesetzt hat. Ja, es war etwas in der Mitte noch Platz, aber sieht jetzt nicht so schlimm aus. Das bauen wir einfach mal. Das sieht soweit gut aus. Okay. Ja, hier führt die Autobahn noch ins Nichts. Deswegen werde ich die jetzt erst einmal verbinden. Erst einmal übergangsweise. Ich hoffe, die bremsen hier ab, denn wir haben ja hier eine Geschwindigkeit von maximal 100 km/h. Das wäre noch eine Autobahn mit Lärmschutzwänden, auch 100 km/h. Und die Abfahrt mit 80 Sachen. Und ich hoffe, die brettern hier nicht in dieser Spitzkehre mit 100 km/h durch. Das wäre, glaube ich, fatal. Dann müssten wir hier Lärmschutzwände aufbauen, die dann die Autos abfangen. Etwas zweckentfremden. Aber gut, jetzt heißt es, das Ganze nochmal anbinden. Und zwar hier an das Industriegebiet. Wir haben jetzt gerade wieder die Autobahn hier gut verbunden. Deswegen können wir auch einfach mal weiterlaufen lassen. Wir haben natürlich auch noch die Autobahn Auf- und Abfahrt. Wie gehen wir das Ganze an? Also die Leute kommen von hier in die Stadt rein.
Und da werde ich jetzt einfach mal eine größere Straße bauen. Wir haben hier schon die vierspurigen Straßen freigeschalten. Wie mache ich das denn jetzt? Mal kurz überlegen. Ja, das werde ich mal so machen. Hier werde ich schon mal so ansetzen. Hier reinbauen. Allerdings wollte ich das ja hier etwas eckiger gestalten. Hier brauchen wir noch einen Feldplatz. Das passt soweit, muss ich jetzt nicht zu genau machen. Und das Ganze dann erstmal provisorisch bis hier hinter. Das muss noch nicht so genau sein. Das Bipsel hier reiße ich wieder ab. Obwohl. Nee, das passt schon soweit. Ich hatte es ja anders vor. Ihr werdet gleich sehen, wie ich das jetzt mir vorgestellt habe. Jetzt bauen wir hier eine Kurve. So habe ich das noch nicht gewollt. So, mal schauen. Gefällt mir das so? Die kommen jetzt hier runter, dann hier hin. Ist jetzt eine Kreuzung entstanden? Das ist blöd. Das ist blöd. Ey, grunz nicht so, du Sau. Weil eine Kreuzung heißt natürlich Stau. Die kommen hier rein. Was mache ich? Lass ich das so? Also ich kann sie erstmal so lassen. Wir können das ja später nochmal ändern. Und die Leute sollen natürlich auch wieder auf die Autobahn rauf. Dazu baue ich das Ganze hier nochmal etwas aus. Dazu das Ganze hier etwas weiter nach hinten setzen. Wir haben noch die Kurve drin, das möchte ich nicht. Ja, so passt. Ich werde mal kurz schauen, was macht der Strom. Gerade noch so in Ordnung. Das werde ich mal wieder anpassen, ehe unsere Stadt in unserem Rücken zugrunde geht. Ja, die Nachfrage ist gerade sowieso gering. Da können wir uns hier weiter mit der Autobahn beschäftigen. Die soll natürlich wieder auf die Autobahn rauf. Dazu Kurve. Na, das sieht schon ganz... Ja, ist zu spitz. Mir zu spitz. Immer noch zu spitz. Ey! Ich nehme das freie Tool. Ja, sieht auch blöd aus. So. So. Ach, dann macht das automatisch so dran, weil ich gehe jetzt immer vom Beschleunigungs- und Abbremsstreifen aus, den man auf der Autobahn auch hat. Den möchte ich eigentlich so parallel draufführen, aber das möchte das Spiel hier nicht. Okay. Das Spiel hat so seine eigene Mechanik für den Verkehr. Aber dennoch hätte ich das gerne etwas geschwungen. Na, wir machen es mal so. Die werden sich schon, glaube ich, zurechtfinden. Obwohl, das sieht eigentlich blöd aus. Hier gerade und da kurvig. Kommt nochmal weg. So, dann werde ich hier nochmal eine Gerade ziehen. Weil so, wir hatten zwar das Kurventool, aber so richtig kurvig ist das hier nicht geworden. Da gehe ich mal etwas weiter weg. So. Dann könnt ihr auch wieder auf die Autobahn rauf, aber... Obwohl, ich sehe gerade, die sollen ja eigentlich noch nicht hier hinterfahren. Später kann man ja nochmal von hier was rübersetzen, damit die auch hier hinkommen. Aber das brauchen wir, glaube ich, jetzt noch nicht. Weil die Leute kommen jetzt erstmal von hierher und fahren maximal bis hierhin. Deswegen werde ich jetzt mal hier abreißen. Brauchen wir ja aktuell nicht. Obwohl, die sollen natürlich hier eine Kurve fahren. Da holen die zwar ziemlich weit aus, aber das soll mir jetzt einfach mal egal sein. Das lassen wir doch. Das lassen wir doch. Dann fahren die hier wieder auf die Autobahn rauf. Zwar etwas weiter, hier den Knick und wieder zurück. Das passt soweit. Das passt. Das lassen wir so. Wir haben wieder verlassene Gebäude, weil wir Gewerbegebiete noch und nöcher haben. Mehr als eigentlich gebraucht. Obwohl, das steckt gerade wieder etwas an. Ah, der Verkehr staut sich schon ganz schön hier. Da müssen wir mal schauen, dass wir hier bald was finden. Eine Lösung. Hier ist nichts mehr weiter verlassen. Ja, der Kreisverkehr war vorhin gut verlassen, aber noch nichts Neues gebaut. Das kommt dann auch schon wieder mit der Zeit. Okay, Strom, Wasser immer mal wieder reinklicken. Mal kurz schauen, wie die Auslastung ist. Ah, eine zweite Mülldeponie sollten wir vielleicht mal bauen. Wo setze ich die denn hin? Die werde ich etwas hier rüber hinsetzen, damit die auch hier gut angebunden sind, falls wir mal bald hier drüben ausbauen sollten. Deswegen Straße. So, geschwungen allerdings. Und wir bauen das Ganze... Ach so, nee, ich war jetzt gerade ganz falsch. Hierhin wollte ich das, genau. Ich hätte jetzt beinahe hier angesetzt, weil es mich gerade etwas irritiert hat. Das sah doch ähnlich aus, aber die dicke Straße hat es verraten.
So. Mülldeponie schön an den Rand von den Wohngebieten. Oh, vielleicht hier so in die Mitte, damit wir noch eine zweite daneben setzen können. Falls Bedarf ist. Und dann haben wir das... Ort ist belegt. So. Zweite Mülldeponie. Wir haben auch die Autobahnanbindung hingesetzt. Etwas den Verkehr optimiert, aber das geht noch besser. Ich habe schon so meine Idee. Das wird schon etwas heller wieder, nicht mehr ganz so dunkelrot. Und wir schauen einfach mal, wie wir die Stadt in der nächsten Folge weiter vorantreiben können. Ich mit euch. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, tschüss.